zurück. Das Trio der Nintendo-Titel. Ja. Wir, Drobbeln und ich, spielen jetzt Animal Crossing New Horizons. Und wir haben uns was ganz Wunderbares überlegt, denn Wirt konnte ja schon richtig lange spielen. Ich konnte etwas länger spielen. Und Robin hat das erst seit gestern, oder? Genau, ich habe es direkt Mitternacht gestartet. Ja, cool. Zum Launch, ne? Das bedeutet, wir besuchen uns jetzt einfach gegenseitig und schauen uns mal an, was jeder so gezaubert hat. Wie sieht's aus? Wir sind ja schon Freunde. Gezaubert. Ja. Ich fliege jetzt mal rüber. Ja, genau. Wir besuchen erstmal Robin. Wir gehen die Stufen eins nach und dem anderen ab, damit ihr auch so einen ungefähren Eindruck habt, wie weit wir gekommen sind. Ja. Keiner von uns ist im Late Game. Nee. Late Game ist ja nicht existent. Wie gesagt, ist existent. Das ist ja Terraforming. Da kann man ja die ganze Insel ein bisschen anpassen. Und ich habe die Fähigkeit immer noch nicht freigeschaltet. Bin ich gespannt, wann das kommt. Wie möchtest du verreisen? Erste Klasse. Per Freundesliste, okay. Eigentlich wäre das so ein schönes Aufweckspiel, oder? So für so ein Moin Moin. Ja, morgens aufstehen, das ist so das Erste, was du machst. Machst die Switch an, guckst, wie viel Einnahmen du gemacht hast, gehst mal Fossilien ausgraben. Die Dailies. Ja, weil die Frage wird ja sehr oft gestellt, was findet man an diesem Spiel? Und ich finde einfach nur, dieses Spiel ist halt Urlaub. Jemand kommt zu Besuch. Ach, toll. Man kann richtig entspannen, man hat keinen Stress, man kann seinen Tag selbst bestimmen. Und klar hat man immer wieder Belohnungen, das ist ja auch gut. Hm. Ich finde es mal so creepy, wie der Pilot da nochmal von der Seite reinkommt. Also, du gehst mit seiner ganz tiefen Stimme, ne? Ja, der läuft da so, als würde er dich verfolgen, irgendwie so ein Creep. Der Pleitebruder kommt. Der Pleitebruder, das ist mein Titel, Leute. Mein Titel ist Pleitebruder, ja. Hey, Bro. Du kannst davon ausgehen, dass eure Bewohner noch ein bisschen über mich reden werden und sagen werden, wie geil ist denn dieser Titel? Ich bin gespannt. Oh, man sieht auch schon schön den Teil der Insel, den ich noch nicht erforscht habe. ein Basketballkorb. Da gehe ich dann hin. Alles Sie winken, hallo, ihr winkt gerade. wieso siehst du aus wie Emil Kniebel, Robin? Hä, was? Ein bisschen overdressed. Mein Bühnenoutfit, hallo? Ich hab mich schick gemacht für euch. Hallo. Na? Na? Ah, Moment, ich kann, glaube ich, Emotionen jetzt ausdrücken. Hi! Ja, Leute. Ich hab auch Emotionen. Ich hab keine Emotionen. Ich bin emotionslos. Ich kann dich auch anfeuern. Los geht's! Sieht auch ein bisschen aus, als würdest du niesen. Aber ich kann creepy in die Kamera starren. Ja, du kannst wirklich creepy in die Kamera starren. Moment. Ich hab noch keine Emotionen. Ist das nicht eher creepy? So voll? Ja, das ist auch ein bisschen creepy. Kann man da ranzoomen irgendwie? So. Man kann doch diesen Camera-Mode hier... Ja, genau. Ach ja, stimmt. Man kann ja auch Fotos machen. Gruppenfoto. Smartphone. Woo. Okay, Gruppenfoto. Kann ich hier trotzdem noch... Das Erste, was wir machen, alle auf Smartphones starren. Ja. Ja, das ist meine Emotion. Smartphone. Ich mache einen Rahmen dran. Das da. Ein Filter. Könnt ihr bitte... Habt ihr alle... Ach nee. Wirt hätte sonst... Ja, schön Wirt. Wirklich toll. Du hast bestimmt auch immer den Daumen vor der Kamera. Und welche Emotionen? Sag Tschüss. Achso. Also ich bin schockiert. Sag Tschüss. Ich bin abgelenkt. Ah, du hast die Augen zu, Robin. Oh, schon wieder. Es gibt immer die eine Person, die da unten ist. Okay, alles klar. Oh, geil. Ich guck mal richtig genervt, ey. Ja, gut. Meine kleine, noch sehr smart. Also ich weiß nicht, ob ihr die Kamera, hier die Map. Könnt ihr auch sehen, ne? Mhm. Ich hab meinen bekommen. Einen Moment. Oh. Ich hab halt echt nur diesen unteren rechten Bereich bis jetzt. Sonst habe ich noch nicht viel von der Insel gesehen. Also Robin, ich schenk dir mal was. Ich schenk dir erstmal hier einen schön. Das krasse ist, dass du schon so viel hast. Geil. Was meinst du? Du hast schon richtig viel. Findest du? Ich hab viel weniger als du. Robin, hier steht, du kannst so etwas nur auf der Insel eines besten Freundes pflanzen. Wir müssen beste Freunde werden. Oh Gott. Wir müssen erstmal beste Freunde werden. Erstmal alle am Smartphone. Erstmal alle am Smartphone. Hast eine Anfrage? Ja, ich hab so. Beste Freunde-Anfrage. Wie geht denn das?
Das habe ich noch gar nicht gemacht. Unter ich Freunde auch. Und dann Schultertaste zweimal nach rechts. Dreimal nach rechts. Nee, zweimal. Ah, okay. Dann müsstet ihr schon haben. Das ist eine Freunde-Anfrage. Nice. Sehr schön. Hast du angenommen? Ist das denn? Dann pflanze ich doch hier erstmal. Oh, nice. Ich kann. Schöne, dicke Kokosnüsse. Ich kann dir. Ach nee, jetzt. Ach nee, ich will keine Blume tragen. Ach nee, jetzt habe ich eine Blume aufgesetzt. Ach, warum nicht? Ich wollte dir eine Blume hinlegen. Ich bin noch nicht gestorben, ja? Ich dachte, die kommt in der Vase. Na toll, ich habe sie einfach so auf den Boden geschmissen. Ja, für dich. Nehmen sie aber so. Brate sie doch. Okay. Schön in den Sand geworfen. Ich pflanze irgendwo anders auf den Baum. Hast du dein Unkraut gegossen? Das sind Blumen. Ach so. Aber hey, ist okay. Das ist ein Apfelbaum. Nice. Nice. Orangen. Warte mal, du hast Pfirsiche, ne? Ja, aber dafür braucht ihr so einen Stab, damit ihr über das Wasser kommt. Das ist kein Problem. Kein Problem. Ich guck einfach zu und weine. Adios. Bruder muss los. Das sieht aus wie kleine Hintern. Ja. Kleine Booties. Ich nehme mal einen ganzen Baum mit. Ich auch, ich muss aber erstmal eine Frucht essen. Bisschen Power. Wie wir halt jetzt nehmen wir Robin alle Pfirsiche weg, alle 40 Bäume. Ich kann mich halt nicht mal wehren. So ging es mir gestern, als ich mit mir hier gespielt habe. Ja, Chiara kam gestern. Oh, du hast das und das und das, du hast das und das. Jetzt klauen sie noch deine Fossilien. Eine Fossilie! Hey, du hast gestern meine geklaut. Nein. Deswegen klaut jetzt meine. Okay. Okay. Den Unkraut kannst du aber hier behalten, Robin. Sein Unkraut sieht aber anders aus. Ja, nee, meiner sieht auch so aus, weil ich glaube, jetzt ist Frühling, deswegen. Mhm. Ja, ich bin auf der Nordhalbkugel gestartet, ihr auch? Oder? Mach doch mal die Löcher zu hier. Ja, wir auch. Ja, also glaub, wenn, dann könnt ihr wesentlich mal die Löcher zu wollen. Ja. Wenn du von der Südhalbkugel startest, hat Tom Nook, glaube ich, sein Hawaii-Hemd an. Mhm. Nee, heute hat er auch sein Hawaii-Hemd an, weil es wärmer wird. Bleib mal stehen, Robin. Chiara, komm her. Moment. Ich habe hier was Neues entdeckt. Das kenne ich noch gar nicht. Was denn? Wo bist du denn? Nordosten. Da kann ich nicht hin. Ich glaube, ich habe Wasserflöhe entdeckt. Okay, ich gucke einfach auf den Stream. Wo? Oh. Hä? Eine Ligia Exotica. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich finde dich nicht. Mir. Nein, verhalte ich. Wo ist denn? Ich komme zu euch rüber. Ich präsentiere die mal gleich. Okay, gut. Ja, präsentiere mal meine Sachen. Ist okay. Ich präsentiere. Ach, da ist er. Ich komme rüber. Stell dich vor ihn, dann kommt er nicht rüber. Ja, dann macht er. Warte, ich zeig euch mal, was ich hier eingesammelt habe. Okay. Bin gespannt. Boah, geil, ne? Der ist ja ekelhaft. Ah, ich wollte klatschen, nicht winken. Den habe ich noch nicht. Oh ja. Eine Hand klatscht, du. Das ist so gruselig. Ich klatsch gegen meinen Bauch, hä? Merkst du es nicht? Hier vorne wohnt bei mir die Caroline. Ich geh mal Caroline besuchen. Ich auch. Gehen wir mal alle bei Caroline rein. Okay. Hä? Kann nur einer rein? Nein, eigentlich nicht. Das klingt alles zu falsch. Ja. Die hat auch so ein bisschen Akzent. Die Caroline. Und du bist nicht von Iris. Ich weiß nicht, ob die. Hä? Okay. Was die für ein. Für einen Akzent hat, ja, die Caroline. Dürfen überhaupt so viele Leute mittlerweile in einem Raum sein? Moin, Chiara, alles senkrecht auf Rockport. Woher weiß sie, wo ich wohne? Oh, Stalker. Nee, wir sind zwei Hübschen, kennen uns noch nicht. Dass du gerade zu Besuch bist, weiß aber jeder. Ja, natürlich. Ich bin Caroline und ich liebe Elise mit jedem Tag, den ich hier bin. Mehr. Schenk mir was. Gib. Schenk mir Caroline. Was. Gib. Gott, Rave Party hier mit der Laterne. Tanz. Welche Frucht gibt's auf Inis? Dieder. Dieder? Das ist ein Stein. Irgendwer hat traurig reagiert. Disappointed. Kann man sie selbst auch so ein Tierchen machen? Nee, man ist ja immer ein Mensch. Merkwürdigerweise. Ja, genau. Komisch. Der Mensch zwischen den ganzen Tieren. Also, was habt ihr denn euch alles zu erzählen? Ja, was erzählst du jetzt? Du blockierst mich. Ist noch was? Kolala? Kolala. Wollt nur Kolala. Hallo sagen. Dann mal schön mit Ö, Kolala.
So, jetzt besuchen wir mal die anderen. Okay. Erzähl mir mal. Lass mal zu Robin gehen. Oh Gott. In mein Messi-Zelt. Ich habe da erstmal nur Sachen reingeschmissen. Oh, das kenne ich. Ich erfahre dann. Sache, meine Switch habe ich dabei. Dein Synonym ist eingetroffener Insularin. Eingetroffene Insularin, okay. Also, ich habe ja wohl. Ihr habt euch ja wirklich keine Mühe gegeben bei eurem Titel. Shut up! Pleite Bruder, ich habe doch ein Vogelhäuschen hier vor meiner Tür. Das habe ich nicht gebaut. Ich habe nämlich hier noch nie einen Vogel gesehen, außer als Einwohner. Oi. Robin. Ja. Bett, Nintendo Switch und eine Packung Taschentücher drin. Dude! What? Seid ihr bei Robin zu Hause? Komm mal zu seiner Bude. Nicht aufräumen, nicht aufräumen. Du bleibst. Es ist Schnupfenzeit. Ah ja, es ist Schnupfenzeit. Irgendwie sieht das aus wie meine Insel. Ich schreibe direkt eine Beschwerde. Wieso habt ihr die Tür zugemacht? Bei Caroline war es offen. Ja, ich möchte halt nicht, dass hier irgendwelche Viecher reinkommen, ja? Kann man sich die Haare färben? Ich habe schon so früh einen Spiegel bekommen. Ich habe recht spät einen Spiegel bekommen. Ich habe mir den gebaut. Guck dir das Setup an. Wenn du dich hinlegst, dann kriegst du ein Geschenk. Leg dich hin. Ja. Leg dich hin, Robin. Bin gespannt. Block. Ja, Paul, du hast mich direkt weggeschoben. Ist okay. Bin in Quarantäne. Ich schlaf einfach hier. Paul, du hast doppelt geblockt. Ich komme ja auch nicht raus. Oh, ja. Ich muss auf Toilette. Wo ist deine Toilette, Robin? Draußen vor der Tür. Ah, okay, alles klar. Ich hätte mal eine Spüle bauen sollen. Mach doch mal die Switch aus. Nein, Mann. Da geht ja der Strom. Ich lade gerade das ab. Oh, da kommt jetzt sogar noch ein Schnipsen, wenn man es betätigt. Geh mal flippern. Ich habe noch eine Wanduhr, aber keine Wand. Wo sind denn andere Bewohner? Man hat doch zwei. Ja, ach, da. Steve wohnt hier hinten. Steve? Steve, okay. Das Krokodil. Oh, ich komm nicht rein. Jetzt komm ich rein. Steve! Hallo. Hey, Steve, du bist Besuch von einer anderen Insel, oder? Ich heiße Steve, schön dich kennenzulernen. Wenn du eine Frage zum Muskeltraining oder so hast. Oh, du hast auch einen Muskelmenschen da. Genau. Schon wieder so ein Muskelmensch. Ja. Jeder von uns ist ein Muskelmensch. Ja, jeder braucht Muskelmenschen in seinem Leben. Bei mir ist es mein Pinguin. Immer diese Flexer. Ja. Vorhin saß er auch rum und dann habe ich ihn angesprochen. Er meinte, ich muss hier noch meine Muskeln in der Auswahl. Ja, cool. Muskel sitzen. Aber der ist eigentlich voll cool. Gut. Oh, warte, ich hab vergessen. Ich kann ja noch was pflanzen. Ich kann auch was pflanzen. Ich kann noch ein bisschen was anbauen. Was für ein Laden? Ich hab noch keinen Keller, sorry. Hä, was ist jetzt los? Der. Hier. Was geht? Hier, kriegst du noch Bambus. Bam. Bam, Bus. Ihr habt aber auch echt noch nicht eure Insel aufgeräumt, ne? Ich habe meine Insel aufgeräumt. Ich kann da nicht rüber. Ach so, ja, stimmt. Ich kann da nicht rüber. Das habe ich vielleicht vergessen. Diese Fossilienjägerin. Hey, ich habe ihm sein Fossil wiedergegeben. Hast du? Hey, ich habe sie doch vor die Füße gelegt. Stimmt. Sagte er und zeigt ein Fossil. Was? Ich habe nichts gesehen, das war meins. Also ihr könnt mir vielleicht nochmal so einen Stock da lassen. Das wäre ganz cool. Kann man das hinterlassen? Weiß nicht, könnt ihr so einen craften und irgendwie auf dem Boden eigentlich schon, also bei dir wahrscheinlich erstmal nicht. Oder kann man bei dir auch craften? Ich weiß nicht, ich habe hier vorne auch eine Workbench bei mir. Gehen wir mal hin. Moment. Von der Seite hier, genau. Also. Oh, ich kann craften. Nice. Ich geh mal zu Nook, wenn du hier craftest. Geh mal Basketball spielen. Also im Prinzip exploiten die einfach nur die Insel von anderen. Eigentlich nicht. Wir haben Robin eigentlich mega viel gegeben. Wir haben ihm Zivilisation gegeben. Ja. Leben. Ich habe Leben. Oh, geil. Stock. Oh, geil. Etwas. Ich habe keinen Platz mehr. Brauchst du noch was? Achso, einen Stock hast du schon gemacht, Fee? Stock, Axt, Schaufel. Also, ich könnte euch eine Leiter bauen. Also du könntest mir eine Schaufel geben. Eine Leiter hätte ich auch gern. Jetzt wollt ihr plötzlich Leitern haben. Natürlich wollen wir Leitern haben. Ja, eine Leiter brauche ich auch. Also. Ich mach mal hier. Oh, eine Steinschleuder hätte ich auch gerne. Was? Leiter und Steinschleuder, das wäre das. Eine Steinschleuder noch? Also, die habe ich schon. Hä, wo hast du die bekommen? Oder was? Die Schleuder hier? Ja. Piu, habe ich gemacht. Ja, aber du musst doch irgendwo eine Bauanleitung gehabt haben. Ja, die habe ich bekommen.
Ich hab die immer noch nicht gekriegt. Und bei mir waren schon zigtausende an Luftballons da. Da habe ich mein Bühnenoutfit her aus dem Luftballon. Natürlich habe ich es gekauft. weil ich so viel Geld habe und reich bin. Ja, ja. Ich schmeiß meine Fossilien erstmal bei mir ins Zelt. It's tool time. It's tool time. Okay, Leute. Hör mal, wenn es mal regnen. Also, hier ist eine Leiter. Ich geh erst mal. Oh, Moment, habe ich jetzt ausgerüstet. Jetzt kannst du sie gar nicht ablegen, jetzt hast du 5 Leitern. Jetzt können wir Schlange und Leitern spielen. Ablegen. Ablegen? Ablegen. Ja. Okay. Was, soll ich dir noch eine Schleuder bauen? Ja. Das ist keine Schleuder, das ist eine Leiter. Ja, die hebe ich auch nicht auf. Und das ist eine Schaufel. Die braucht ja. Ja. Steinschleuder. Yeah. Steinschleuder. Ah, ich brauche Hartholz. Ich muss kurz Moment. Hab ich. Ja, wie viel brauchst den. Du denn? Kannst du den hier mal. Wenn du den fällen musst, kannst du den da hier fällen. Wie viel brauchst du? Mir. Zwei. Zwei? Ja. Wackelschaufel? Oh, nice. Und hast du's? Ja, wo ist es? Ach nee, ich hab's anders rausgenommen. Moment. Ich hab auch noch ablegen. Hartholz. Also Hartholz könnte ich dir auch geben. Das klingt so verkehrt, wenn du es sagst. Irgendwie, im Englischen ist das ja auch. Schau mal, wie ich laufe. Im Englischen ist das ja auch so ein Wortwitz. So. Hardwood. Ja. Lance Hardwood. Hier unten ist so eine Muschel, die Wasser rausspritzt. Da kannst du Köder draus machen, wenn du dann deine Schaufel hast, kannst du sie holen. Ah. Wir wollen seine Insel nicht kolonialisieren. Wir wollen sie auf den neuesten Stand bringen. Warte, wo ist meine Schleuder? Hier ist die Schleuder. Schleuder mal rüber. Schleuders! Geil. Dann erforschen wir doch mal deine Insel. Warte mal, hab ich die Schaufel jetzt aufgeguckt? Nee. Geil. Ja, Kunde. Ja, los geht's. Stäbe. Nice. Schlagstöcke, auf geht's. Da prügeln wir die Bewohner. Nein. Das ist mein Klopapier. Nein, mein Mehl. Oh, die Blumen habe ich auch noch nicht. Oh, die habe ich auch noch nicht. Die nehme ich auch gern. Ja, bedient euch, Leute. Bedient euch. Wie das ausbaut. Yes. Was ist hier denn jetzt? So, eine gelbe brauche ich noch. Lass mal, wie ist dein Löcher zu machen hier? Ich mach meine Löcher zu. Hehehehe. Oh, welche Farbe habe ich jetzt? Ich brauche nur noch weiß, ne? Ja. Geil. Ach, jetzt habe ich Unkraut eingesammelt. Und diese Stäbe können nicht kaputt gehen, ne? Die können nicht kaputt gehen, zum Glück. Oh, ich habe gerade einen Fisch erstochen. Ups. Das sollte auch als Angeln zählen, finde ich. Ah, ich brauche echt mal mein Wheel. Oh, hier ist ein Fossil. Wo denn? Westen. Hier. Oh. Ja, doch. Ich habe gar keinen Platz mehr in meinen Taschen. Ich bin voll. Das musst du das Erste machen, was du mit den Meilen machst. Ja. Deine Taschen erweitern, das Inventarrad ausbauen. Das Inventarrad habe ich und ich habe auch die Rezepte für die normalen Tools, also normale Schaufel und sowas. Oh ja, das ist auch ganz gut. Aber kann ich die Fossilien schon untersuchen lassen, ohne dass mein Museum steht? Nee, kannst du nicht. Nee, okay. Ist das gerade im Umbau schon, oder? Ja, das ist im Umbau. Dann könnt ihr euch die eigentlich auch nehmen. Ich kriege ja auch neue. Das? Mein Museum ist rechts neben dem Festplatz. Könnt ihr auch einfach die Fossilien vor dein Haus legen, dann ist auch okay. Ja, oder so. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Oh. Naja, ich habe noch eine andere. Belastend. Gott, jetzt muss ich nachher erstmal die andere Hälfte meiner Insel aufräumen. Ich hoffe, du hast ja noch genug Cash. Bei mir kannst du auch einkaufen gehen. Ich habe eine Boutique. Cash habe ich. Ich habe eine Boutique. Fashion Wirt. Fashion Wirt. Guckt mich doch mal an, wie ich angezogen bin. Ich hätte noch einen Marathon-Top. Was? Klamotten-Train. Kleiderkreisel. Kleiderkreisel. So. Ich guck mal, vielleicht hat Robin andere Fische. Nee, der hat doch die gleichen. Also, ich habe hier komische Käfer gefunden. Komische Käfer. Corona-Käfer. Ja, aber ich glaube auch, weil eine andere Jahreszeit jetzt angebrochen ist. Oh, einer meiner Dorfbewohner hat heute Geburtstag. Oh, echt? Ja. Cool. Dem können wir ja alle noch Der Rüdiger. Der,
Der Rüdiger. Oh, das ist. Ein Barsch. Abmarsch, Barsch. Oh, ich liebe diese Wortspiele. Ich liebe es. Die hängen dir irgendwann mal raus, weil du die ganze Zeit hörst. Ja, es sind halt immer die gleichen. Es sind immer die gleichen, ja. Zumindest pro Tierart. Ja, aber trotzdem. Wieso sind hier keine Fische am Meer? Was hast du damit gemacht? Gegessen. Ja, okay. Alle? Oh, ein ganz kleiner Fisch. Ich habe den Ozean gegessen. Also. Gut. Fisch dreht sich nach rechts. Meine Schwester meinte, in New Leaf konnte man irgendwie noch Haifische angeln und so? Ja, ja. Ich habe aber auch schon gesehen, dass irgendjemand mal einen Haifisch geangelt hat. Ich habe ein paar Twitter-Clips gesehen, aber bei mir war noch kein Hai. Ich habe auch noch kein Hai gesehen. Ich habe einen Anglerfisch, das so. Soll ich dir den jetzt klauen? Ich glaube, das geht gar nicht mehr. Verdammt. Aber ich würde mich schon. Ach, das habe ich schon. Ein Seeengel ist so. Den habe ich aber auch, einen Seeengel. Den habe ich auch schon abgegeben bei Tom Nukla. Die Sachen, die man bei ihm abgibt, landen die automatisch im Museum? Ja. Nee, die muss. Eugen muss. Nee. Der gibt sie doch Eugen weiter. Gibt er die weiter an Eugen? Ja, diese fünf Sachen da. Warum hast du jetzt ein Loch gebuddelt? Was tust du da? Ach Mist, ich wollte das vergraben. Ey! Den Engel. Ich will ihn nicht. Oh, hast du ja schon. Kann ich ihn wieder freilassen? Diese komischen Teppichmuscheln ausgebuddelt. Hier war noch irgendeine. Hier ist da. Was? Damit kannst du Köder machen. Ja, mit Teppichmuscheln. Okay. So. Ja. Ich schlag euch einfach mit meinem Kescher. Ich glaube, wir haben hier alles gesehen, oder? Wollen wir? Oh ja, wir haben alles kolonialisiert. Genau, also hier wird Robins Museum erbaut. Deswegen, ja. Genau. Gibt es hier noch nicht so viel zu tun. Dann wollen wir mal das fertige Museum sehen. Bestimmt auch schon alles da, ne? Wie sich das gehört. Wir sind eine richtige Crew. Wir brauchen Das dauert aber vor lange, bis man durch die Tür kann, wenn man hier... Ja, ist total merkwürdig. Ich würde gern wieder nach Hause, Herr Bodo. Ich warte. Ich frage gerade jemand, kann jemand was zum lokalen Koop zu Animal Crossing sagen? Der ist nicht cool. Nee? Nee. Du kannst fast nichts machen. Und du bist die ganze Zeit abhängig von einer Person, die der Anführer ist. Denn ihr teilt euch ja alle einen Bildschirm. Ja, so können wir jetzt ja gerade frei rumlaufen, wenn wir Bock haben. Genau. Tschüss, Chiara. Bis gleich, Chiara. Bis gleich. Ich nehme den nächsten Flieger. Ja, ist komisch, oder? Richtig umweltfreundlich. Ja. Also, es ist ein Privatchat. Da ist privat mit im Board, ja? Da fliege nur ich. Ach so. Okay. Wenn ich jetzt hier wegfliege, kickt das dich? So, weiß eigentlich irgendwer im Chat, woher man die Stadt Rockport kennt. Okay. Hä, haben wir schon 17 Uhr? Echt? Schon so spät? Schon 17 Uhr. Ich will nach Hause. Oh, ich kann nicht von dir aus direkt zur nächsten Insel. Ich muss erstmal nach Hause fliegen. Und von dort aus fliege ich dann zu Chiara. Ich warte bei mir erstmal, bis sie den Flugzeug aufmacht. Ich muss erstmal ankommen, Leute. Ja, Jetlag, ihr kennt das. Erstmal nappen. Erstmal runterkommen. Vor allem jetzt ich bin angekommen, bin aus der Bude raus, muss wieder in die Bude rein, damit ich euch reinlassen kann. Rockport kennt man von Chiara. Wow. Touché. Chiara, du müsstest doch wissen, woher man Elise kennt, oder? War das nicht auch Fire Emblem? Ja. Aber welches? Awakening. War doch Awakening, ja. Ich wollte es sagen, aber ich war mir auch nicht mehr so sicher. Warum tust du es nicht? Weil ich mir halt nicht sicher war. Oh, wie in der Schule damals immer. Ich wusste es doch. Saints Row. Nee, Saints Row. Rockport kennt man. Elise aus Saints Row. Nee, Rockport ist von Need for Speed Most Wanted, aber dem ersten halt. Dem ersten Most Wanted? Ja, dem coolen. Das beste coolen Need for Speed. Mit dem BMW drauf. Ja. Auf dem Cover. Ich habe den BMW jetzt auch für Heat. Habe ich mich richtig gefreut, dass ich den gesehen habe. Beste Freunde einladen. Hast du meine beste Freunde-Einladung angenommen, Robin? Ja. Gut, dann bist du auch hier eingeladen auf die Insel. Sonst hättest du ja da nicht rumplündern können. Ach so. Stimmt, ich kann dir einfach Rechte nehmen. Hey, dann nehme ich dir auch Rechte weg. Du bist auf meiner Insel, du bist auf Chiara-Land. Ich dachte, Rockport. Jetzt habe ich die falsche Insel genommen, verdammt. Jemand kommt zu Besuch. Ich denke immer, ihr kommt woanders raus. Also
durch das Tor, aber das ist ja nicht so. Nee, aber die Animation zeigt das immer, ne? Ja. Dieser kleine Dodo. Ich liebe diese Wartemusik. Bitte, Regie, ich möchte, dass das unser Troubleshooting-Soundtrack wird, wenn irgendwas schief läuft. Abflug! Ich sehe Birnen. Bringt eure Sitze in eine aufrechte Position und prüft, ob auch jeder sein Gut angelegt hat. Jeder von den 1 Passagieren. Nein, das Signal ist gestört. Oh, ich glaube, weil... Sein Lookphone nicht ausgemacht. Nicht den Flugmodus gehabt. Ich stürze da. Scheiße. Hello. Immer noch gestört. Robin, mach dein Handy aus. Hallo, ich bin da. Lass mich erstmal ankommen, ja? Jemand. Oh. Mann, ich will mich hier mal frei bewegen, aber ich muss immer zugucken, wie irgendwelche Leute bei meiner Insel landen. Was ist denn das? Grauenvoll. Das Spiel ist einfach Ruhe, ja. Also kommt drauf an, wer es spielt. Aber ansonsten, wirklich... Bis dann Leute kommen, das ist keine Ruhe. Stress. Das ist einfach nur beschützt alles, was ich sehe. Alles dann, mein. Dann, 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 das ist dann wie im Supermarkt, wenn Leute dann, Toilettenpapier kaufen gehen. Meine Fossilien. Ba, ba, da, ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ist das wie so ein Cha-Cha-Cha? Ich weiß es nicht. Ich bin da auch nicht so musikversiert. Kannst du mal schneller landen? Also Beschwerden müssen schon an den Piloten. Flugunfähiges Personal. Salzer vielleicht. Nee, Salzer überhaupt nicht. Ja, doch, wenn's schneller vielleicht schon. Birinnen. Aber nicht, hey, Schweinchen. Nicht wirklich. Lass Nora in Ruhe. Sie gehört mir. Lecker. Was? Ist die beste Bewohnerin, die es gibt. Ey, ich hab schon meinen Pingu. Roland, der ist der Beste. Meine Bewohner sind mittlerweile so angepisst. Ich habe halt nur 2 und ich rede so oft mit denen, weil ich denke, die schenken mir was. Und jedes Mal, also sag mal, willst du jetzt mal ein Freifahrtticket haben für meine Wohnung oder was? Pingi ist trainieren. Wo ist Pingi denn? Ah, das ist Pingi. What up, Bro? Ach. Oh Gott. Der hat ganz schön große rosa Bäckchen. Ja. Aber muss man nachher mein Pingu sehen, da sind seine Augen so groß wie seine Wangen. Ich hatte Pingi, schön dich kennenzulernen. Wenn du Fragen zum Muskeltraining oder so hast, kannst du jederzeit an mich wenden. Deswegen trägt er Querstreifen, damit seine Muskeln größer wirkt. Dann sieht das ein bisschen breiter aus. Ja, ja. Ach, wo wohne ich nochmal oben, ne? Oder unten? Nee, oben links. Wohnst du da hier auf diesem Vorsprung hier? Das ist auch cool. Natürlich, ja klar. Schön. Das ist ganz cool. Du, Tür hast du schon. Mein Garten. Was? Das ist mein Garten. Nein, das ist jetzt mein Garten. Du musst die Pflanzen rausgraben übrigens. Wenn nee, ich will mir die ja nur... Auf den Kopf hauen? Ah ja. Okay. Also, fancy. Es gibt nicht viel bei mir im Haus. Ja, nein, ich sperre ab, ihr dürft nicht rein. Time to judge. Oh Gott. Ist bei dir im Haus immer noch die Pfütze? Nee, ich habe die Pfütze weggenommen. Aber ich kann euch die Pfütze auch gleich nochmal zeigen. Falls nee, kannst du nicht. Echt, kann du kannst nicht umdekorieren, wenn wir im Haus sind. Weißt du? Kein Papier direkt neben dem Bett? Nee, nein. Ist wieder Robin. Ich habe hier mein Hausaufgabenheft. Ja, ja. Ja, also es gibt nicht viel zu sehen. Ich habe ein paar Klamotten an der Wand. Ich mache einfach deine Switch an und aus, bis der Akku leer ist. Ich kann aber trotzdem im Inventar meinen Pfützenboden zeigen und das sieht so aus. Das ist wirklich einfach nur Sand und also heißt halt auch Oasenboden und dann ist da genau in der Mitte Wasser. Und das ist halt wirklich, du kriegst Wassergeräusche, wenn du da rumläufst. Robin, stell dich auf die andere Seite. Robin, stell dich auf die andere Seite. Nein. Ah. Nein. Ah, wie jetzt? Stell dich auf die andere Seite. Nein. Ja. Jetzt. Aha. Moment. Noch nicht wegstellen, Robin. Ich muss noch was machen. Ach, keine Sorge, ich mache erstmal ein Selfie. Nein, er macht ein Foto. So.
Jahre. Das müsste schneller gehen. So. Hm. Gut. Und Foto. Ja, sieht schön gequält aus. Gut, dann. Ist das hier ein Brotwagen oder was ist da drin? Das ist so ein Teewagen und oben drüber ist halt Radio. Ja, wie man das kennt aus dem Teewagen. Erstmal ein Radio drauf. Hier gegen die Tür laufen, vielleicht kommt er nicht raus. Nee, doch. Ja, einfach gegen die Stirn hauen, die Tür. Ja, ja. Okay. Alle Fossilien hier schon ausgegraben? Ich glaube, ich habe eins gesehen vorhin. Ein Laden. Oh, stimmt, kann ich da Sachen verkaufen? Will ja, dass deine Wirtschaft hier floriert. Ich weiß gar nicht, ob fremde Leute Sachen verkaufen können. Ja, werden wir gleich herausfinden. Ich habe einen Importshop. Oh, hier hast du einen Spiegel, der sieht aber ein bisschen dämonisch aus. Ein Nostalgie-Gotik-Spiegel. Oh, einen VLC-Player hast du. Ja, stimmt. Oh, ich kann hier Sachen verkaufen. Ja, geil. Ja, da wird es deiner Insel gleich viel besser gehen, wenn ich hier Sachen verkaufe. Ein Regiestuhl? Oh, den kaufe ich, glaube ich. Ja, lasst euer Geld da. Ich brauche auch noch einen Regiestuhl. Gib mir euer Geld. Ich habe bei mir noch keinen Fernseher, aber ich habe eine Mikrowelle, da können wir gleich alle zu gemeinsam raufsteigen. Geil. Ich habe ein Burrito dabei. Was habe ich denn im Inventar? Okay. Achso, ich kann die Blumen mal pflanzen. Das mache ich, während ihr am Einkaufen seid. Betreibt dieser Nook eigentlich ein Monopol? Der ist ja überall. Der ist wie Mickey Maus. Ein bisschen. Nur kleinere Ohren. Ja. Tom Nook ist der Schlimmste von allen. Du hast den Stuhl gekauft, du Penner. Mit seinem abgeschnittenen Blatt. Du wolltest den Stuhl kaufen. Du Sack. Okay, dann guck ich mal, was hier in der Box ist. Top-Ankauf des Tages. Feuerstelle. Okay. Keine Verkaufskiste für Bewohner. Okay. Ey. Oh, hier ist ein Fossil. Oh, jetzt. Okay, mal gucken, was ich so anstellen kann. It's a trap! Ihr wisst nie, wo ein Fossil sein kann und wo eine Muschel ist. Wow. Devious. Bei irgendwem im Hintergrund gehämmert oder was? Ja, bei mir irgendwie was da draußen. Ich habe keine Ahnung. Ich gehöre dir auch nur meine Wohnung. Wahrscheinlich eher zweiteres. Ja. Holy shit! Was passiert da? Klingt echt gefährlich. Ich check mal kurz die Lage. Okay. Hättest du jetzt schon das Dings-Tool, dass man hier Landscaping machen kann, hättest du ihn irgendwo einbauen können. Ach, stimmt eigentlich, ja. Verdammt. Ich meine, ich wollte Löcher außenrum bauen. Wo ist er gerade? Ach nein, ich angel. Ah nein, ich dachte, das ist mein Stab. Das ist nicht mein Stab. Okay, wo ist er denn? Weiß ich nicht. Das ist meine Nachbarin, die versucht da irgendwas an ihrem Balkon zu befestigen. Ich hab keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht fragen. Der Balkon fällt bestimmt gleich ab. Wie es klingt ja. Die wollen Toilettenpapier, wie ihr schreibt. Nein. Ach, ich dachte, eine Fledermaus. Oh Gott, das ist so riesig gewesen. Eine Fleder. Mach bloß nicht eine Suppe draus. Schwalbenschwanz. Ah. Bad Soup. Ach, jetzt ist mein Köcher weg. Mein Kescher, meine ich. Köcher, Kescher. 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 Ja, TikTok. Stimmt. Die Kescher. Ah. Hilfe. Holy shit, das wird immer schlimmer. Gleich ist die durch die Wand durch. Ich war bei mir selber noch gar nicht da oben auf der Insel. Hast du mir eigentlich Birnen gegeben, Chiara? Eine Birne hast du doch von mir bekommen, hab oder? Habe ich Birnen von dir bekommen? Ja, hast du. Ich nehme mir einfach nochmal ein paar. Oh, ja, dann mach ich auch. Ja, mach ich. Das ist bei mir die Standardfrucht. Oh Gott, ich habe mir aber tatsächlich sogar den Pfirsich gewünscht. Ich hätte gern einfach nur die Äpfel gehabt. Ich glaube, ich muss noch die Insel meiner Schwester besuchen. Sie hat Kirschen. Ja, lass deine Schwester besuchen. Ich schreib sie mal gleich an, wir gehen gleich deine Insel beraten. Ja, da kommen wir da drauf. Ah!
schüttel mal ein bisschen Geld. Ich gehe nochmal zum. Ach nee, ihr habt ja beide Bewohner gesehen. Das passt. Ich habe nicht mehr. Ich habe eine Kuh angeworben. Aber die ist noch nicht da. Die ist noch nicht da, nee. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, Jirt. Wie lange dauert das, wenn du auf einer anderen Insel jemanden holst? Du musst erstmal Häuser bauen. Ach ja, stimmt. Das ist ja. Nook hat mich dazu gerade beauftragt, ja. Genau, du brauchst ja noch Ressourcen. Dein anderer. Ich kann ja alles abholzen, wenn du willst. Wo ist denn Nora? Nora muss. Nora! Das muss ihr Haus sein. Nee, das ist. Die ist aber nicht zu Hause. Nee, die ist, glaube ich, draußen bestimmt ein Schild wieder rum. Ich möchte dich grillen. Hallo? Was? Nora ist cool. Ach, da ist sie. Kaum sagt man das. Hey, moin, Sonja. Alles senkrecht auf Elise. Die hat letztens. Ja, wirklich. Nee, wirklich. Die hat letztens auch gesagt, Weste. Weste? So, jetzt hör auf, dich weiter zu nerven. Und immer sauber bleiben. So. Handtuch nicht vergessen. Hände waschen. Scheiß Corona. Ja, aber sonst gibt's bei mir auch noch nicht so viel zu sehen. Ich hab halt. Ich guck mal bei dir hier. Ich häufe ein bisschen. Ich muss meine Dailies hier noch machen. Mein Museum ist fertig. Wir werden wahrscheinlich reingucken, wenn wir bei Wirt sind, weil der ein bisschen mehr Sachen schon da drin hat. Haben wir schon gestern Verstecken gespielt. Dann werden wir, genau, Verstecken spielen eine Runde. Oh, Verstecken. Ja. Das war ganz witzig. Ich hab mich richtig gut versteckt. Der zweite Versteck war am besten. Wir lassen Robin suchen, weil dann kann ich dieselben Verstecke nochmal nehmen. Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu Wirt, oder? Okay. Alles klar. Ich flieg dann erstmal zurück. Anstellen. Ja, erstmal 5 Jahre warten, bis man durch die Tür darf. Wie in echt. Im Moment, ja. Die Welt dreht sich ja wie bei Tsubasa, der Fußballplatz. Stimmt. So eine Wassermelone. Ja. Einfach alles sehr hügelig, ja? Mir tut Bodo irgendwie ein bisschen leid. Der wirkt immer sehr panisch, wenn man irgendwas machen möchte. Der ist es einfach nicht gewohnt. Oh nein, Kundschaft, Kundschaft. Ich bin doch eigentlich ausgestorben. Ah, ich werde wohl warten müssen, ne? Oder nee, kann man von hier aus direkt weiterreisen? So nee, Wirt? Du musst auf deine Insel zurück und von ich dort will aus nach Hause. Ich will nach Hause. Ich kenne hier niemanden. Und die Schweine tragen hier Kleider. Und Berliner. Das ist das Schlimmste. Jetzt nochmal der Oasenboden. Stimmt, soll ich nochmal? Ich zeige ihn euch kurz. Ja, zeig mal kurz den Oasenboden. Ich bereite schon mal alles vor. Kann dein Robin komisches Hausleck da, dein Rohrbruch. Hallo, ist nur Oase. Würde ich auch sagen, wenn ich einen Rohrbruch hätte. Gibi. So. 17:18 Uhr. Hallo, Caroline. Spaziert da schon lang. Der Caroline. Wie kann man bei diesem Knuddelgame irgendwelche Rückschlüsse zu Satan ziehen? Gerade er, ja, sich gerade hier. Hat das irgendwer gemacht? Naja, wahrscheinlich beim Bewohner, ne? Weil er ja wie ein Psychopath aussehen soll. Ich habe bei dem einen Spiegel, der sah ein bisschen satanistisch aus. Der da bei dir auf der Insel. So, Bodo. Mein Oasenboden. Sandgeräusche. Wassergeräusche. Oh, pass auf, die Switch liegt gleich im Wasser. Warte mal, ich mach das jetzt nur für Mara, richte ich das jetzt wundervoll ein. Aha. Erdbeerschokoladenboden. Dann gibt es das da noch, das da noch und das da noch. Und das da und das da. So, nur für dich, Mara. Schickt ihr das gerne? Ja, eigentlich ist Wolkenkratzer-Tapete witziger. So, hast du schon auf bei dir, Wirt? Ja, bei mir ist auf. Nice, ich möchte fliegen. Komm vorbei.
So. Hier eine Willkommensmatte. Oh Gott. Ach Mist, ich muss den Teppich wieder wegmachen. Dann mache ich das weg. Wie stecke ich Dinge wieder ein? Ach nee, Mist. Aber ich glaube, das reicht Mara auch schon. Dann dreht sie schon durch. Ins Lager. Ins Lager. Ich brauche ja Platz. Ins Lager. Ich reiße gleich zu Wirt. Drei Inseln sind bei mir auf. So. Am Ende wird Mara sagen, nein. Jemand kommt zu Besuch. Yay. Erstmal wieder fliegen. Ich esse im Hintergrund. Nora kloppt immer so, als würde sie irgendwie, als wäre sie nicht so glücklich. Aber sie ist glücklich. Doch, doch. Sie hat glücklich zu sein. Nein, deine Leute sind nicht glücklich. Dein Volk leidet. Hassen es. Dein Volk leidet. Nein, aber der Wirtschaft sieht's gut. Wir haben Touristen und die kaufen bei mir ein. True, true. So, jetzt besuche ich Wirt. Oh, ich sehe da schon einen. Ist bei dir heute ein Angelfest oder was? Ist der Angeldude Geburtstag, da? Oder nicht? Einer hat Geburtstag, aber den Angeldude habe ich noch nicht getroffen. Ich habe diesen Biber mit der Angel gesehen. Oh, den habe ich noch gar nicht getroffen. Angelbiber? Oh Gott, ich muss sofort drüber. Konnte ich aus dem Flugzeug sehen. Sofort hin. Ich zuerst. Du standst eben beim Museum, ne? Steht zum Biber. Kennen wir eSport Animal Crossing, würde mich auch interessieren. Ja, dann hast da du ist der Glück. Biber. Nein, der garstige Biber mit der Sonnenbrille. Nein, er hat dich nicht erinnert. Lomeus? Lomeus? Ich weiß nicht, Lomeus? Auf jeden Fall hast du Glück, wir werden Kenwu eSport at Animal Crossing machen. Abflug. Ich finde, es dauert immer super lange, so viele Texte, um zu verreißen. Ich stelle immer so viele Fragen. Karauschen, ha? Juck, juck. Karauschen sind am besten heute. Mhm. Er hat zu mir gesagt, da musst du die Einheimischen fragen. Schön, dass er das dir aber auch sagt. Okay. Ach, bei mir ist auch das Signal gestört. Nochmal versuchen. Vielleicht liegt es daran, weil ich gerade hier mit Lomeus mich unterhalte. Genau, du warst im Gespräch. Weil eben kam schon dieser Banner, jemand kommt zu Besuch. Ja. Kann die Regie nur Chiara Switch abgreifen? Aktuell schon. Aktuell schon. Bei mir sind da noch ein paar Probleme, aber wir arbeiten dran. Okay, jetzt kannst du es im Bestes sagen. Ich rede gerade mit niemandem. Okay, bei mir stand ja. Jetzt versuche ich es nochmal. Eieieiei. Was für ein Gastgeber. Mann. Bitte schließe das Fenster. Ja, okay. Wie jetzt ihn zu besuchen. Von Social Distancing gehört? Ja. Ich trage doch schon eine Maske. Ich habe Angst vor den Leuten hier. Diese Ausländer, die bringen jetzt hier die Krankheiten. Die Ausländer? Ja, sagt ihr doch. Das ist meine Insel, mein Zuhause. Ist okay. Daubert. Oh, da ist er ja, mit einer Baseballcap. Oh, was zur Hölle, der sieht aus wie ein Prolet. Dieses Entsetzen. Auch die Temperatur ist ganz okay. Immerhin. Ja, es dauert echt lange, jedes Mal Leute zu empfangen und so. Ich bin da, heißt nicht willkommen. Wo bist du? Na. Holt die Kescher raus, beschlagt sie. Ich klaue dir jetzt auch hier. Deine Gartenblumen. Nein, nicht meine Gartenblumen. Meine schönen Blumen. Eine My cabbage. Flaschenpost. So, jetzt gehe ich einfach zum Biber. Ja. Das sind immer Rezepte. Mhm. An den Finder. Ich wollte was als Hommage an meinen Lieblings-Popstar basteln.
Dabei kam diese Anleitung raus. Die musste ich einfach irgendwem zuschicken. Zur Not per Flasche. Wird sicher dein Lieblingsstück. Von Gabi. Ein Pfotenabdruck-Türschild. Willst du das haben? Kannst du ruhig haben. Wo ist denn Chiara? Wo seid ihr denn alle? Ich rede gerade mit dem Biber. Ah, der Biber. Angelguru. Miuk, miuk, miuk. Keine Sorge, du wirst dich vor Ehrfurcht erstarren. Nein, du sollst dich freuen. Wollen wir gleich den Pingu suchen? Ich habe ja schon ein paar mehr Inselbewohner. Ich glaube, ich habe 5. Wow, Flex. Mist, habe ich noch eine Angel? Dann lass später noch angeln, oder? Und die Fische geben. Ja! Ja, auf jeden Fall. Bietet sich ja an, ne? Karausch. Kriegt man schon Melinda Besuch? Nein. Nein, also hier ist quasi der Platz, der bei uns noch nicht ausgebaut war. Genau, bei euch war ja das Service Center noch ein Zelt und bei mir ist es hier ein richtiges Center. Wow. Moment, kann ich was an deine Pinnwand schreiben? Okay. Bis zu 2 aussehen. Ich will aber gerade deine anderen beiden Bewohner hier mal abchecken, die hier oben links wohnen. Stimmt, einer von denen hat Geburtstag. Das ist Naso? Der Rüdiger? Wer wohnt denn hier? Hier wohnt Rüdiger. Bist Rüdiger hat Geburtstag. Rüdiger ist auch zu Hause. Ja, ich komme auch zu Rüdiger. Der ist ein guter. Ja. Tja, was machst du da mal? Wehe, du malst jetzt einen Penis. Sie malt einen Penis. Oh, hier ist voll die fette Party. So, ich gehe zwar ins Rathaus erstmal. Wow. Holy shit, hier ist ein riesen Geburtstagsparty. Octogirl ist auch am Start. Oh Mann, ich will erst mal hier alles zeigen. So, schau mal, die sind alle schon im Frühlings-Sommerfieber. Die haben ihre Hemden an. Hier ist eine Fundgrube, da kann man sich Sachen rausholen. Hier ist Meilenautomat, Geldautomat. Natürlich habe ich ein Geschenk für dich. Schenk ihm eine Pendeluhr. Ich hab eine Orange für ihn. Oh, wow, ich fand mein Geschenk besser. Wo wohnt er denn? Ganz oben, Nordwesten. Okay. Ganz oben links. Komm immer zu spät zur Party. Immer. Das blaue oder das nicht blaue Haus? Das obere. Das blaue Haus. Hast du ein Geschenk für mich? Ja, ich habe ein Geschenk für dich. Gleich ein Achievement unlocked. Gratulationsbonus. Ich schenke ihm die Pendeluhr. Ich schenke ihm die Pendeluhr. Ja. Hängt ihr dir sofort auf? Happy Birthday to you. Oh, ich kriege einen Regenmantel von ihm. Was? Wieso kriegt man Sachen geschenkt? Warum kriegst du was von ihm geschenkt? Ich habe ihm eine Orange geschenkt. Ja, weil ich ihm eine Pendeluhr geschenkt habe und du eine Orange. Okay. Gleich mal einen Regenmantel anziehen. Geh mal aus dem Bild, hallo. Alter, sieht super cool aus. Nice. Robin, Alter. Die Wohnung ist zu klein, das soll man ausbauen hier. Ich habe eine Blume für dich, Rüdiger, zu deinem Geburtstag. Wow, das ist meine Orange besser. Ladet Chiara bloß nicht zu eurem Geburtstag ein. Das ist die Blume aus deinem Garten, Wirt. Oh, ich kann das die. Das wird immer schlimmer. Ich kann die gar nicht schenken. Ach nee, ich habe nichts für dich. Na, nur hast du es zu Hause vergessen. Ja, Moment. Ich hol's schnell. Hier, du kannst mir so die Schirmmütze hier schenken. Du hast eine Schirmmütze? Warte mal, ist es die graue Schirmmütze? Ja. Die habe ich Nora geschenkt und die hat sich richtig gefreut. Ja, du hier meinst, warte. Die Mütze, die ich habe. Ja, genau. Genau, die er auf hat. Ich will die gar nicht mehr. Ja. Ich auch nicht. Ich habe die auch abgesetzt. Hört ihr den Jingle die ganze Zeit? Geil. Mein Dorf-Jingle. Mhm. Achso, Jojo. Ja. Schenk die meinen Stein. Meine Schwester hat mir gerade geschrieben, sie kann erst morgen fliegen. Keine aber Kirschen heute. Hier, du kriegst die geile Mütze. Eine Schirmmütze für mich, woher hast du das gewusst? Mit seinem Geburtstagshut da. Ach, Hilfe, Hilfe! Marianne hat mich in die Ecke gedrückt. Ich habe eine Blumenspange bekommen. Du hast eine Blumenspange bekommen? Ja. Ja, immerhin, ich habe nichts bekommen, weil ich ihm auch eine Orange geschenkt habe. Hilfe, okay, ich setze mich aber aufs Sofa. Mm-hmm. Was ist das für eine Party? Mm-hmm. Ich pause. Das nicht Catwalk. Was ist ein Catwalk? Sexy. Ich habe das Gefühl, du machst andere Dinge, wenn der Pflanze wird. Sexy. Guck mal, was Robin mit der Pflanze macht. Der tanzt auch mit der Pflanze. Ja. Slow Dance mit der. Du machst die Kerzen immer an und aus, Chiara. Ich wünsche mir was. Ich wünsche mir ganz viele Dinge. Noch mehr. Na gut, Leute.
Wir schauen uns gleich wie jetzt Welt nochmal genauer an, aber jetzt gehen wir in eine kurze Pause und dann sind wir wieder für euch da. Also bis gleich. Bis gleich. Crossing und ich glaube, Robin macht eine Kampfansage. Ja, hallo, du sitzt auf dem Stuhl. Du sitzt auf meinem Stuhl. Einfach hin und her rütteln. Wird ja auch direkt. Ah, nee, eigentlich wollte ich dich gießen. Nein, ich bin ganz nass. Ich habe ja meinen Regenmantel dafür. Was ich ja noch gar nicht gezeigt habe, ist deine Wohnung. Hilfe! Meine Bude. MTV-Script. Mach einfach die Tür vor euren Augen zu. Ja. So. Komm, Robin, du schaffst es auch. Ja. Ich musste erstmal den Knauf finden, ja. Ist schön, dass ihr alle klopft. Ist halt, ja, Chiara ist drin, ne? Hallo? Vielleicht zieht die sich direkt um. Vielleicht müsst ihr... Ich kann nicht in meine eigene Wohnung. Ja, mein Screen ist auch gerade eingefroren darauf, wie du vor der Tür stehst. Lalala, meine Meilen. Ich Hilfe, ich bin stuck. Ich kann nicht mehr rein. Ich komm nicht raus und nicht rein. Ich komm nicht in meine Wohnung rein. Hilfe. Ich kann nichts mehr machen. Also ich habe gerade eine Close-Up-Ansicht vom Haus. Mehr nicht. Und ich sehe dich da halt laufen. Wow. Okay, ich stand am Eingang. Klappt's jetzt? Komm immer noch nicht rein. Okay, dann war nicht ich schon. Nee, bei mir passiert immer noch nichts. Hilfe! Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Ich versuche mal rauszugehen. Raus komme ich. Bist du rausgegangen? Ich bin jetzt raus aus deinem Haus. Ah, jetzt. Hä? Jetzt stecke ich fest. Ihr seid gar nicht rausgegangen bei mir. Nee. Jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin. Ja, in meinem Haus kommen nicht so viele Leute rein. Hey, jetzt stecke ich fest. Nee, doch nicht. Komm rein. Maximales Fassungsvermögen von einer Person. Oh, das ist ja schon ein Raum nach hinten. Ja, ich habe ein Schlafzimmer. Komm mit in mein Schlafzimmer. Leute? Es ist pink. Das ist fantastisch, ne? Mach deine Lavalampe kaputt. Ich hab hier einen Bumerer. Ich leg mich schon mal aufs Bett. Well, und die ganze Welt kann deine Unterhose sehen. Nein! Kannst du dich da umziehen? Nee, ich glaube nicht. Ich kann nicht auf mein Menü zugreifen. Nee, von hier aus. Guckst du gerade einen Mensch? Achso. Ja. Ich kann mich jetzt umziehen. Komm, lass mal im Kreis laufen. Was zieh ich denn an? Gehen oder laufen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich zieh mal auch ein Disco-Outfit an. Disco-Outfit? Wir spielen Fang. Du bist. Oh, nein. Okay, ich renne. Ah, was hast denn du an dir? Oh, Disco, Gott. Disco. Ja, warte, dann ziehe ich mein Bühnenoutfit wieder an. Oh yeah. Dann ziehe ich meine Blütenspanne wieder an, wenn das so ist. Disco, Disco, Party, Party hier. Ja, Mann. Ich kann mich noch erinnern, dass ich bei Neoleaf Netzteile hatte, auch einen alten Computer, und der hatte genau diese Geräusche noch von damals, wenn man sich mit dem Internet verbunden hat. Oh, dieses Modem. Ja, genau. Alter. Was da wohl drin ist? Ich werfe einfach ein irgendwie kleines Licht hinein. Verstehe, so sieht das also aus. Ich lege mal neue Musik auf, ne? Ein bisschen. Sah nicht einer von den Beatles so aus, irgendwann? So ein bisschen, ne? Oh. Ah, ich kann. Ich mach dein Tisch kaputt. Wollen wir die Mikrowelle schauen? Also ich habe, wie gesagt, kein Fernseher. Du hast die Stühle aber so blöd hingestellt. Wir können, also zwei Leute können nur dir dabei zuschauen, wie du in die Mikrowelle schaust. Ja, immerhin. Ich habe da noch ein Eisfach. Ob da jemand reinpasst? Weiß ich nicht. Ich nicht. Ja. Naja, weiter geht's. Okay. Ein Räucherstäbchen hier sogar. Duftstäbchen. Okay, ich wollte noch bei dir shoppen gehen. Du hast eine Boutique, naja, hast du gehört? Naja, hier. I know the way. You know the way, Bro. Okay. Folgt mir. Hier ist sie. Die Schneiderei. Ist krass. Oh, da kann man schön einkaufen. Bin ich reich? Oh, da gibt's ein Kimono im Angebot. Nein! Hilfe, ich will rein. Ich auch. Oh, und ich weiß nicht, ob es eine Schulmädchenuniform ist oder eine Pfadfinderuniform. Ey, wenn es eine Schulmädchenuniform... Ah, nee, das sieht eher aus wie so eine Kochuniform, oder nicht?
Sieht aus wie der Typ aus South Park mit kaputter Stimme. Hä? Doch nicht mit dem Outfit. Hey, das ist ja immer noch das gleiche Outfit, was ich gekauft habe. Wie peinlich, das sind Leute, wo ich einkaufe. 2000 ist gekauft. Ich will auch was kaufen. Jetzt komm. Hallo. Das Koch-Outfit. So. Die ist höflicher als sonst damals. Die Nähschwester. Ich gehe in den Umkleideraum. Stört mich nicht. Zeig deine ganzen Posen. Arbeitsschürze. Wollt ihr irgendwie Modelmusik machen mit euren Stimmen? Genau, mit unseren Stimmen. Dum 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 dum. Pose, oh ja, yeah. Zeig, was du drauf hast. Ja, yeah, genau. Ja, yeah, genau so. Mehr Lächeln. Zeig deine Zähne. Komm. Genau, ein bisschen aggressiver. Und der Schnauzer, oh, der steht ja richtig gut. Giddigi. Oh mein Gott, jetzt redet sie die ganze Zeit mit dir in der Umkleide. Giddigi. Wirt hat mich aufgehangen. Warte. Wirt ist kaputt. Ich hol meine Schaufel und schlag ihn einmal. Alter. Ich mach einen Cowboy aus meiner. Mit Schnauzer? Ja. So. Was gibt's denn noch? Was tragen Cowboys so? Ein Schnurrbart. Ein Schnurrbart. Eine Jeanshose. Ein Cowboyhut. Du siehst großartig aus. Danke für deinen Einkauf. Das war auf jeden Fall gelogen. Nein! Was ist denn Robin passiert? Ich guck mich nur mal gerade mal in deinem Laden um. Willst du meine Sachen aufkaufen? Vielleicht. Oh, du Schuft. Haha, was gibt's denn bei dir überhaupt heute? Ein Rasenmäher. Ein Getränkeauto. Oh, ein Wasserspender. Den kaufe ich mir. Nein! Nice. Kaffeekanne. Ich habe einen Wasserspender. Und einen Rasenmäher. Ja, kaufen. Nein, ich habe zu viel bei mir. Warte. Okay, ihr habt euch jetzt gleich angezogen. Muss ich jetzt auch so herumlaufen? Ja. Ist das hier ein Kochoutfit anstatt ein... Das ist ein Kochoutfit, ja. Schau mal, du kannst zum ersten Mal in deinem Leben Schnauzbart haben, Wirt. Ist es dein Ernst? Ich doch auch. Ich doch auch. Same. Same. Wow. Ich bin männlicher als ihr in diesem Spiel. Ich hab einen Schnauzbart. Ein Bart macht das dich nicht männlich. Es gibt auch einen Damenbart, ne? Also, ja. Aber nicht so einen mächtigen. Also, nicht so mächtig. Nicht männlich. Meiner. So, ich mach die Abrechnung. Okay, ja, ich hab hier diesen Rasenmäher und den Wasserspender. Ja, macht 6000 Sternis. Kommt ungefähr hin, tatsächlich. Deine Blumen verkauft wird. Ich auch. Ich brauchte Platz im Inventar. Wir reißen seine Blumen aus, um sie zu verkaufen. Ihr seid solche Schweine. Habe ich noch irgendwas? Erstmal 15 Meilen. Gut, ich schau mich mal oben rum. Ich wollte noch deine anderen Bewohner muss ich noch mal sehen hier. Ah, die anderen Bewohner. Mr. Pingu habt ihr noch nicht getroffen, ne? Nee, noch nicht. Mhm. Aber ich würde rechts anfangen. Da gibt es ziemlich so schöne Häuser, wo die Leute auch schon zu Hause sind. So, wo sind wir denn? Wen haben wir hier? Okay, erstmal wieder meinen Regenmantel hier anziehen. Wo seid ihr hingegangen? Luzi, ich bin bei Luzi.
Ich habe nicht nur den Geschmack, sondern auch voll die Skills. Stimmt's, Chiara? Na klar doch. Wer wohnt denn hier? Roland. Ja, Roland ist der Coolste. Etwa Roland Kaiser? Hä, das ist ja richtig cool. Ich wollte schon immer so ein Bett haben, wo auch man kann die Kamera so schön drehen. Geil. Der Pinguin hat ja sogar hier Supplements da alles um... Ja, ich hatte ihm Hanteln geschenkt. Aber die liegen hier nirgends. Oh, schade. Aber er hat hier sein Proteindrink hat er und sein Proteinpulver. Kann man sein Zelt noch woanders hinstellen, wenn man sich schon entschieden hat? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es auch nicht. Also bei mir hat es, wie gesagt, wir sind keiner von uns ist im Late Game. Vielleicht kann man das später machen. Mhm. Aber der Affe, Uta hat hier aber nicht so viel. Ich wollte damals meinen Bewohnern eigentlich nicht schenken, weil die, oder manchmal haben sie nach einem Fisch gefragt und ich wusste, die legen sich den Fisch dann in die Wohnung und dann verlieren sie ein cool eingerichtetes Haus. Weil du ihnen geholfen hast. Aber das wollte ich ihnen ja nicht. Kann ich dir helfen, Kumpel? Hast du schon von dem Titel gehört, den sie jetzt sich zugelegt hat? Da kommst du nie drauf. Einsame Inselsiedler. Da kommst du wow. Wenn ich wüsste, mit wie vielen Sit-Ups er sich den verdient hat, würde ich doppelt so viele machen. Genau, das gleiche hat er bei mir auch gesagt. Ja? Ja. Lame. Tja, Roland. Oh, ich bin gegen das Mikrofon geknallt, sorry. Hey. Hä? Ach, du bist auch drin. Holy shit. Wie minimalistisch seine Wohnung ist. Aber Hauptsache, die Proteinshakes sind da. Er wacht morgen auf und hat einfach einen Proteinshake. Er ist mit seinem zweiten Training durch. Ich finde es so schön, mit der Kamera noch so ein bisschen rumzuzoomen. Also wir müssen auf jeden Fall gleich noch angeln, ne? Für diesen Erhalt. Ja, das machen wir auch noch. Und Verstecken spielen, wir haben noch genug zu tun. Ich komm nicht raus. Ich bin die Luzi. Voll ist die auch erst kürzlich hingezogen. Hä, der lebt doch schon eine Weile da, Roland, oder nicht? Ja, er ist der erste Bewohner gewesen. Wollte nur Hallo sagen. Hat irgendwer sein Spiel gerade mega laut im Hintergrund? Oh. Ja, ich glaube, das ist Robin. Ich habe meins noch relativ laut. Soll ich das noch ein bisschen älter stellen? Ja, ist gut. Hört man im Hintergrund nämlich. Ja. Wo sind noch deine restlichen Bewohner? Du hast ja noch ein paar, oder? So, besser? Ja. Müsste besser sein. Aber die sind ja, die stimmen, wir haben die alle auf der Party gesehen, ne? Also egal. Ja. Dann... Und den Affen noch. Das war ja, Uta war doch der Affe, oder nicht? Achso, Uta der Affe. Ja. Okay. Also erstmal angeln oder erstmal verstecken? Also ich wollen bekomme jetzt gleich erstmal noch was hier von der Luzi. Du, was, von der Luzi? Ja, die will mir ein DIY-Rezept schenken. Die? Ja, ich habe mit ihr gesprochen. Ja, die da an der Werkbank. Und dann meinte sie zu mir, oh, ich brauche hier gerade so einen Baumstamm, okay. Hä? Wieso? Ich rede immer mit denen. Ich nerv die schon richtig, weil ich Geschenke möchte. Und dann schenken die mir nichts. So funktioniert das nicht, Chiara. Och, ich nerv dich, schenk mir was. Ich hab schon eine Makrele. Was bastelst du denn? Also ich stell gerade einen Baumstammhocker her. Die Idee dazu hatte ich gestern beim Einschlafen, weil ich eben nicht einschlafen konnte. Checkst du das? Also dumm bin ich nicht, Luzi. Auch egal, wenn ihr interessiert. Heute ist heute. Und ich bin sowas von dem Do-it-yourself. Warum ist da ein Riesenpenis auf meiner Pinnwand? Ich will es auch basteln. Ah, jetzt habe ich die auch bekommen. Ich glaube, das Problem war, dass ich ja davor nicht so nett geantwortet habe. Gern geschehen. Haben wir uns jetzt entschieden, angeln erstmal? Keine Ahnung. Schon nicht, dass um 18 Uhr geht, oder? Ne? Weil der. Ich bin jetzt am Meer. So, dann sollen wir schnell angeln. Dann sollen wir am Meer angeln. Im Süden, Westen, Osten. Ich bin hier beim Piloten halt. Im Süden. Alter, brennt das Haus? Okay. Ach nee, das ist eine Fackel. Das sah im Hintergrund so aus. Ein Haus brennt? Was?
Will er einen großen Fisch haben, oder ist egal, was für ein Fisch? Ich habe jetzt auch mal was an deinem Blackboard da gemacht. Was sind denn nochmal für ein Fisch? Was hat er vorhin nochmal gesagt? Ich hab's vergessen. Karausche, oder? Er will eine Karausche haben. Okay. Hatscha. Hatscha. Hatscha und Penis. Ja, aber eine Karausche gibt's, glaube ich, nur am Fluss. Würde ich jetzt, glaube ich, auch fragen. Oh, ich muss auf das Geräusch hören. Hab auch bisher mehr im Fluss geangelt. Mist. War es das falsche Geräusch? Ich glaube schon. Das könnte eine Karausche sein. Nee. Das ist eine Bachschmerle. Bachschmerle. Eine Bachperle. Sind Karauschen groß oder klein? Ich hab's vergessen. Ich schau gleich nochmal nach. Ich glaube dir den. Ah, verdammt. verdammt. Isst den Scheiß jetzt. Nee, das ist ein Bitterling, oder? Ein Bitterling, ja. Ich kenne mich doch aus mit meinen Fischen. Ja, natürlich, natürlich. So, wir schauen jetzt mal kurz, wie eine Karausche aussieht. Es ist nicht das da. Und das gibt's den ganzen Tag über am Fluss. Okay. Das stimmt, da können wir uns ja alles nachgucken, ne? Und? Was ist das denn? Das, Flussgrundel. Flussgrundel. Eine Flussgrundel. Eine Nussgrundel. Fundel. So, jetzt brauche einen Stab. Ich brauche einen Stab. Uff, da oben ist was. Ach, ich sollte einfach mein Menü aufmachen. Ich bin immer zu faul. Wie groß sind denn die so? Ich weiß es gerade nicht. Oh Mann. Das war schon ein Barsch, den du hast. Nee, ich hab Flussbarsch. Komm schon. Doch, das Alter, ist ein Barsch. Ich glaub, der Fisch ist blind. Blindfisch. Okay, nee, der ist schon bei dir. Der ist eh schon bei dir. Ich will nur wissen, ob. Ich guck dir noch zu. Schon ist das wieder eine Flussgrundel. Ah ja. Okay. Oh nein, mein Angel wurde zerstört. Ich war's nicht. Geh mal schnell eine neue basteln. Ach, was habe ich hier? Ein Bitterling. Bitte sei nicht verbittert. Mist, ich habe aus Versehen jetzt rausgezogen. Warum lache ich? Ah! Was ist meine Angel jetzt? Hier. Hätte ich mal meine Köder mitgenommen. So. Wahrscheinlich gibt es auch keinen Biber mehr, der ist weg. Das ist sicherlich auch wieder ein Bitterling. Was ist das hier? Ein Flussbarsch. Oh, bist du leicht beeinflussbarsch? Ich lebe für die Panze. So. Fisch, komm schon. Papa braucht ihn. Soll ich ihn verscheuchen? Oh, du, das geht ja echt! Oh, das wusste ich gar nicht. Und Abmarsch, Barsch. Nee, achte auf meinen. Nein. was ist das? Was ist das? Eine Karausche. Ah. Oh, stell vor, ey, ich war kurz davor, ich dachte, jetzt verscheuche ich auch deinen Fisch, aber dann hat es zumindest einer geschafft. Okay. Also ich dachte, du hast uns wieder reingeworfen, aber es war nur ein Barsch. Das war der Barsch, ja. Und du hast keinen Platz mehr, deswegen du alles reinwirfst? Ja. Am Rathaus, oder was es immer ist, und genau da ist er. Ist das nicht cool, dass jede Insel ihre eigenen Fische hat? Fast so cool wie meine Kühlbox, in der sie landen. Okay. Wow. Du hast zu wenig Fluss, Wirt. Hm? Du hast zu wenig Fluss. Ich habe zu wenig Fluss? Ja. Ich hab ne Hasel. Oh, toll. Ja, ich glaube, es ist kein großer Fisch gerade gewesen. Das war so mittelgroß. Ach, ich glaube, ich kann ihm die aber nicht geben. Irgendwie. Ja, weil du zu Gast bist. Ja, wahrscheinlich. Du kannst dir ja Wirt geben. Dann schauen wir mal, was passiert. Kann ich dir den irgendwie geben, den Fisch? Kannst du den nicht. Ach nee, du kannst ihn nicht fallen lassen, ne? Shit, ja. Ich kann ihn präsentieren.
Kann ich ihn. Ich kann bei dir im Haus ja auch nichts droppen, ne? Ich glaube nicht, ne. Kann man sich nichts gegenseitig schenken irgendwie? Lass uns mal anfassen. Oh. Was? Okay. Nee, ich kann dir nur meinen Fisch aus der Tasche ziehen. Ja! Dein ist größer. Ja. Bitterling. Ja. Oh Gott. Wir sind 12, ja. Ja. Ich glaube, die einen haben schon auf die besten angestellt, aber okay. Ja, komm mal zu Rockport. Du willst gerade meine Bewohner rekrutieren? Nein, das war der Biber. Der hat nur gesagt, er schaut vielleicht auch mal auf meiner Insel vorbei. Hat er bei mir auch verdient. Nee. Biber bleibt bei mir. Es war eigentlich eher so ein mittelgroßer Fisch. Also. Mhm. Deswegen, es muss doch eine Möglichkeit geben, um jemanden was zu droppen. Wahrscheinlich. Flussbarsch. Oh. Per Post schicken. Fischpost. Versuch's mal mit Köder. Das sieht doch noch einen mittelgroßen Fisch aus. Los. Es ist lecker. Schau nach links. Eine Karausche. Sehr schön. Okay, dann laufe ich auch mal zu dem Typ wieder hin. Ja, Moment, Fisch, ich bin oder? Auch auf dem Weg. Ich muss nur kurz rausziehen. Alles klar. Ich habe auch eine Karausche. Nice, dann haben wir wenigstens alle eine. Ja. Okay, wo ist denn der Typ? Ja. Was geht, du Kugelfisch? Wachsen dir schon Schwimmhörchen unter den Ohren? Njuck. Was? Juck, juck, juck. Angelcheck. Jetzt bin ich gespannt. Der dritte Typ ist nicht Robin aus der Marketingabteilung. Heute musst du 3 Minifische hintereinander fangen. Ungefähr die Größe einer Makrele. What? Okay, das für den Angelcheck. Okay. Hintereinander. Nicht größer als eine Makrele. Hat er jetzt seine Karausche abgenommen, oder? Nee. Aber es ist jetzt eine andere Herausforderung, ist Angelsch. Angelsch. Er will, dass ich jetzt. Flusskrebse, Frösche zählt auch. Toll. Frösche? Okay. Ja, die kann man, glaube ich, in diesen kleinen Teichen kriegen, oder nicht? Ja, stimmt, da habe ich schon mal, da habe ich einen Karpfen rausgeholt. Das ist kein kleiner Fisch. Aber. Eine Kaulquappe. Hä, vorhin wollte eine Karausche und jetzt nicht? Hey, toll, bringt jetzt alles nichts. Eben wollte eine Karausche haben, jetzt bringe ich ihm die und jetzt. Betrug. Ja, Betrug. Jetzt will er 3 kleine Fische haben. Naja, aber wollen wir mal Verstecken spielen, weil das. Ja. Okay. Wir können es ja eh nicht machen. Können. Wo ist das Museum? War zentral, oder? Naja, ist unter Tom Nooks Laden. Ja. Da. Da? Ja. Da. Ach. Verstecken im Museum, oder was? Interessant. Wie chillig okay, die Musik Robins? Eigentlich auch ist. Ja, Chiara, dann sag doch wer. Naja, Robin von Smash Dojo, Leute. Schau dir der die Smash Dojo an. Ja, guck doch alle mal Smash Dojo, Leute. One Job. Okay. Also, Robin, du musst uns suchen. Ja. Und okay. Also, du musst dich hier oben hinstellen mit dem Rücken zur Wand. Mit dem Gesicht zur Wand, natürlich. Ja. Und dann zählst du bis 10, zählt man, oder? Bis 10? Die Sache ist, verstecken wir uns, müssen wir uns erstmal am selben Ort immer verstecken? In derselben Abteilung? Dürft ihr euch bewegen dabei? Nein. Nee, sobald wir ein Versteck haben, dann nicht. Okay. Du darfst doch nicht auf dem Stream gucken. Okay, dann. Okay, alles klar. Dann im selben Raum erstmal, ne? Im selben Raum. Wir sind alle erstmal links bei den Insekten.
Alles klar. Okay. Zehn? Nein, noch nicht. Wir müssen. Okay. Es lädt gerade. Ja, es lädt. Okay. Achso, ich gehe mal weg von der Tür. Warte noch, bis Wirt da ist. Okay. Jetzt darfst du zählen. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Scheiße. Versteck du denn nicht? Ich komme. Okay, ich glaube, ich habe eins. Ich hoffe, es klappt wie gestern. Ich hoffe, es klappt. Okay. Jetzt kann ich mir das Museum nochmal angucken. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist natürlich blöd, dass Robin suchen muss, weil der Stream dann die ganze Zeit Chiara sieht. Stimmt ja. Eigentlich auch. Wir spielen einfach noch eine Runde. Wir können ja nachher nochmal tauschen, dann suche ich. Verstecke ich mich in einem anderen Raum. Das Museum ist ja voll riesig. Ja, wir sind nur bei den Insekten jetzt. Ja. Ich bin nach links gegangen. Ich habe deinen Hut gesehen. Ich sehe meinen Hut gar nicht. Ach, Mann. Ich habe einen Hut gesehen. Mein verdammter Hut. Okay, Chiara, du darfst jetzt mitsuchen, aber du darfst nicht sagen, wo ich bin. Okay. Ich habe ein gutes Versteck, glaube ich. Okay, ich weiß, glaube ich, wo du bist. Ja, ich weiß, wo du bist, aber ich sag's nicht. Ich laufe auch direkt weiter rum, damit Robin keinen Verdacht schürt. Ich laufe Robin hinterher. Okay. Robin ist so schnell, ich habe ihn verloren. Wo ist er? Das war gestern bei dir genauso. Du bist die ganze Zeit weggerannt. Hä? Ich glaube, ich bin hier schon einmal im Kreis gerannt. Hä? Wo ist Robin hin? Wo sind denn alle? Ach, da ist Robin. Ich setz. Kann man da in die Ecke? Nee, da kann man nicht hin. Okay. Wo sind denn alle? Ja, Animal Crossing Edition. Dix sagt so, und jetzt ausloggen. What? Ist er hier? Nee. Aber auch ein gutes Versteck. Kann man die Kamera irgendwie drehen? Nee, das geht nicht. Oh, ne, hier geht's raus, ne? Es geht auch in mehrere Räume weiter. Aber eigentlich soll ich einen Tipp geben, Wirt? Ja, gib ihm einen Tipp. Ja, das ist schon hier. Du bist schon mehrmals vorbeigerannt. Ja, es ist hier auf jeden Fall. Du musst kein Nebenraum. Echt? Ach, da! Da ist er, ja! Da wackelt er. Ja, da bin ich. Es ist gut mit deinen Klamotten, weil die einfach wie Blumen aussehen dann im Hintergrund. Ja, echt so. Gut, ich suche jetzt Camouflage mal. Camouflage angezogen. Hab ich irgendwas, was Camouflage ist? Wahrscheinlich nicht. Ich hab mein Bühnenoutfit. Seid ihr im Hauptraum, oder? Ja, also ich suche jetzt, aber ihr müsst halt mir sagen, wo ihr euch verstecken werdet. Bei den Fossilien oder im Aquarium? Wo wollen wir hin, Robin? Fossilien? Okay, dann gehen wir erstmal zum Fossilien. Es lädt erstmal und wir sagen dann Bescheid, wenn du zählen kannst. Ja. Ist ein bisschen größer. Ich glaube, du musst uns ein bisschen Vorsprung erstmal geben. Okay. Ich tippe ein, meine Zahlen, die ich zähle. Dann dauert es länger. Es lädt noch. Es sind zwei Räume, die geladen werden müssen. Ich muss es jetzt erstmal erkunden. Ich weiß noch gar nicht, wie das aussieht. Okay. Oh Gott. Seid ihr drin? Kann ich zählen? Ja, noch nicht. Ich bin drin. Kann es sein, dass ich einfach warten soll, bis ihr euch versteckt habt und dann suche ich einfach? Ja, ich glaube, das ist besser. Okay, alles klar. Aber hier darf man auch den Raum wechseln, ne? Ich kann ja schon mal mit euch reden. Hauptsache, wir bleiben bei den Fossilien und gehen jetzt nicht zu den Fischen. Alles klar. Ist das hier schon Fisch? Kann man sich hier... Toll, jetzt sind wir aneinander vorbeigekommen. Well. Die Insekten eignen sich besser zum Verstecken, ne? Ja. Absolut. Ja, Dinosaurier eignen sich gar nicht zum Verstecken. Nee, die sind halt alle so hohl. Geht voll ab, das Game. Krasser Nervenkitzel. Ja, wow. Ja, sollen wir doch umdisponieren auf Insekten? Ja, wir müssen umdisponieren. Ah, okay. Nicht auf Insekten, sondern auf Fische vielleicht. Okay, auf Fische. Da ist einfach kein Versteck. Hä, ich hatte gestern ein Versteck. Das war kein Versteck, wo du warst. Ich fand's cool. Okay. Fische. Fische rechts rum.
Gibt es eigentlich noch Bilder oder ist das vorbei? Kann man noch Bilder sammeln? Wie in früheren Teilen? Ich habe bisher keine Bilder gehabt. Okay. Von, meinst du jetzt Kunstbilder oder Bilder von Bewohnern? Ja, genau. Diese Kunstbilder da. Okay. Oh nein, ich bin jetzt. Oh Gott, oh Gott. Was denn? Ah, hier ist. Ja, okay, na, alles gut, alles gut. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich mich verstecke. Ja. Ich hab noch nichts. Okay, ich bin versteckt. Ich setze mich jetzt auf die Bank. Setz dich auf die Bank, ganz gechillt. Warte ab. Ich schaue auf mein Handy. Und lese was zu der Tierwelt. So, Leute, wir lernen jetzt, was über den Bitterling. Scrollt mal ein bisschen durch Twitter. Bitterling lebt im Fluss. Hey! So unfair. Konnte man mich schnell sehen? Oder nur weil... Ich hab's vermutet. Okay, okay, okay. Oh, hier sind auch sehr schlechte Verstececke. Okay, ich versuch's. Kann ich? Kannst kommen. Na, also, ja. Ich hab mir Fische angeguckt. So weit ist er schon gekommen. Ja, jetzt kannst du die richtigen Fische mal angucken. Stimmt. Willst du mal ein paar richtige Fische sehen? So... Ich mach das jetzt wie ein Museumsbesuch. Ich guck mir mal alles an. Ja, so ging es mir am Anfang auch. Und dann bin ich gerannt. Aber da ist ja noch nichts. Ist ja alles leer. Gleich siehst du einen von uns da im Aquarium schwimmen. Ich bin ein Fisch. Viet, hallo. Ja. Hä, hast du nicht das mal genommen? Hä? Ja, weil wir es ja gestern schon hatten. Robin? Nein. Ich nicht. Ah. Ja, da hatte ich mich nämlich gestern auch nochmal versucht zu verstecken. Ach. Aber das ist ein gutes Versteck. Ja, ja. Ja, und da bin ich auch erstmal hingegangen. Weil Robin, ich hab dich. Da hab ich auch rausgestoben. Warst du? Warst du hier unten irgendwo? Ja, ich hab mich versucht hier zu verstecken, aber es geht irgendwie nicht. Müsste sich hinsetzen können. Ja. Ja. Verstecken im Museum ist schwierig, finde ich. Wir können uns nochmal auf der Map verstecken. Ich glaube, das ist aber... Ist das nicht super schwierig mit zu wenig Leuten? Also da müssen wir uns auf eine Halbinsel... Aber wir dürfen halt nicht Flüsse überqueren. Ja, genau. Das müssen wir uns erstmal... Ein paar Regeln setzen hier, ne? Ja. Okay, also man darf... Keine Stöcker benutzen, man darf nur über die Brücke, wenn überhaupt. Ja. Okay, darf man in Häuser rein? Oder? Nee. Nee. Okay. Das dauert viel zu lange mit den Ladezeiten. Stimmt, ja, stimmt. Dann kann Wirt uns ja suchen. Okay, dann suche ich euch. Das Museum ist ja mega geil. Ja, ich finde auch, das sieht richtig gut aus. Ja, also richtig schön geworden. Finde ich richtig super gestaltet. Ich ziehe jetzt aber meinen Hut aus, das kann ja nicht sein. Das ist ja dann sieht dich ja jeder. Ja. Oh, falscher Hut. Oh, ich pack mal meinen Schirm ein, der ist sonst ein bisschen aufwendig. So. Oha. Krieg, Krieg, Krieg. So. Moment, auch irgendwie meine. Muss meine Farben anpassen. So, lalalala. Okay. Okay, ich warte bei den Dodos. Bei den Dodos. Okay. Ich bleib hier und ihr könnt euch verstecken. Okay, alles klar. Sag Bescheid, okay, wenn ihr okay. Was gefunden habt. Huhu, okay. Was mach ich? Das ist alles so offensichtlich. Ich muss mich erstmal umschauen, was denn alles möglich ist. Okay. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Nein, 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 nein. Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. Moment. Ah, nee. Moment, Moment, Moment. Es muss. Moment, Moment.
Blick. Präzision ist gefragt. Ja. Ich bin gleich soweit. Okay. Kann losgehen. Ich hoffe, du hast den Stream nicht an. Nein, habe ich nicht. Gut. Seid ihr soweit? Ja. Mhm. Und go! Mal schön hinter den Häusern abchecken. Da hab ich dich. Gar nicht. Ich seh dich doch. Du hast hier Löcher gegraben, damit ich nicht hinkomme. Wow. Ich mach's dir auch wieder zu. Moment, ich muss dir folgen. Ist hier was? Nein. Du kannst doch die Kamera bewegen. Ich kann die Kamera aber nur hoch machen, aber dann sehe ich nicht viel. Ja, ich kann dann hinter Häuser schauen. Warum kannst du hinter Häuser schauen? Ich kann nicht hinter Häuser schauen. Wenn du den Stick nach oben machst, dann rechnen. Ja. Dann kannst du da so durchgucken. Ja. Aber das ist ja Cheaten. Achso, ja, okay, gut, dann glitscht es manchmal. Nee, das ist kein Glitch, ich glaube, das gehört wirklich so. Dass du so hinter Bäume gucken kannst, ob da Unkraut ist. Ja, genau. Also, sollte ich ihn finden, verrate ich auch nichts. Zu freundlich. Okay. Hilfe! Wir müssen da irgendwie noch einen anderen Weg finden. Wir müssen da irgendwie das ein bisschen interessanter gestalten. Ja, ich hatte halt gehofft, meine Löcher würden dich aufhalten, aber... Deine Löcher halten mich nicht auf. Okay. Aber ich war noch gar nicht in deinem Dings hier. Bei Melinda. Ja, beim Service Center. Ich kann auch meine Flagge noch ändern. Habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, jetzt hätte ich einen. Naja, es ist eigentlich kein gutes Versteck, aber meint. Ich muss hier nochmal zum Automaten, damit ich meinen täglichen. Deinen Bonus. Rinde hab. Einmal pro Tag kriegt man es doch. Punkt. Schön täglich einlösen oder reingehen. Mal gucken, was können wir noch kaufen. Leute, ich habe jetzt ein Versteck und ihr beide müsst mich finden jetzt, weil ich bin sehr überzeugt. Auf der gesamten Insel jetzt oder? Auf der gesamten Insel. Okay. Oh, ich habe also. Ein Dreh-Kaffeetassen-Karussell für uns mal kurz gekauft. Mal gucken. Nice. So, oder kommt das Ding per Post? Oh nein, es kommt per Post. Das dauert einen ganzen Tag. No. Verdammt. Einen ganzen Tag. Oh, das ist irgendwie Amazon. Okay, Overnight. Ich bin versteckt. Okay, du bist versteckt? Ja. Der Insel. Also auf der gesamten Insel oder nur Teil der Insel jetzt? Wie vorhin? Wie ist es euch lieber? Findet ihr es zu schwer, wenn es die ganze Insel ist? Wenn es die ganze Insel ist, dauert es natürlich länger. Ja, dann sage ich einfach mal auf der Ostseite der Insel. Auf der Ostseite. Okay. I get my stick ready. Ey, warst mir im Weg. Nein. Doch. Okay, Chiara. Okay, aber wir müssen dich beide finden. Ja, also reicht, wenn einer mich findet. Kannst ja sagen, wenn du sie gefunden hast. Mhm. Also nee, ihr könnt zusammen suchen, ich meinte nur. Also ihr sollt ja auch zusammen suchen. Ja, wir teilen uns auf hier. Ja, Mann. Ich hab dich. Hä, wie siehst du mich denn da? Ich bin doch hinterm Baum. Ich sehe mich nicht. Ach so, hast du die Kamera umgestellt? Nur weil du dich nicht siehst, heißt es nicht, dass ich dich nicht sehe. Ich habe vergessen, dass man die Kamera umstellen kann. Oh, ich hätte mich da hinter dem Baum stellen sollen. Ja, hinter dem Baum wäre schwierig gewesen. Aber dann hätte ich von hier aus gesehen.
Ja, von hier aus kann man schon sehen. Ja. Verdammt. Die Kamera bewegt sich ein bisschen mit. Na so. Gut. Netter Versuch. Wir könnten ein Nintendo-Werbevideo machen. Oh, ich weiß, was wir machen können. Ein Parcours oder so. Ja, Parcours. Terraform. Oha. Wir machen ein Parcours. Oh, schau mal, da in einem Fluss. Den wollte ich auch gerade. Wir brauchen einen kleinen Fisch. Oh Mann, ich... Ja. Friss. Der ist halt echt fett für so einen Teich. Ist auch keine Strömung, ne? Nein, der schaut auf meinen. Nein, das ist nimm meinen. Meiner ist besser. Nein, nimm meinen. Und. Arsch. Karpfen hab ich schon. Karpfen. Alle. Leb. Ich muss das mal umstellen, damit ich meine Parkourleiter direkt am Anfang habe, zusammen mit meinem Parkourstab. Hast du das Rad noch nicht? Nee, das habe ich mir nicht gekauft. Stock. Oder ein Stock. Ja, das sind ein paar Stöcke. Kannst du ja mitnehmen. Meine. Hier ist auch ein Wespennest. Kannst du auch mitnehmen. Vielleicht brauchst du es. Tatsächlich habe ich das. Wespennest in Kombination mit Unkraut ist Heilmittel, glaube ich. Echt? Ja. Oh, okay. Aber kannst du auch für 400 bei Tom Nook kaufen. Bis jetzt brauchte ich noch keins. Einmal habe ich die Wespen gefangen und das andere Mal bin ich ausgewichen. In dein Haus. Könnt ihr eigentlich auch schon einen Eisenholz-Sofatisch bauen? Nee. Und einen Saunaofen. Einen Saunaofen, Leute. Ein Saunaofen? Mhm. Krass. Ja. Ey. Nein! Was ist passiert? Oh. Da war ein Fisch. Ist Robin wieder gerannt? Nee, ich hab seinen Fisch ermordet. Im Stock. So. Da weiß man direkt bei Ken Wees wurde, wie man seinen Gegner aufhalten kann. Ja. Achso, du hast die Blumen auch an der Seite gemacht. Vom Bürgerzentrum. Ich hab die aber nur hingelegt, damit ich sie habe. Achso. Ja, was können wir denn hier noch machen? Gute Frage. Wir können Wettunkraut sammeln. Wir können ja Schmetterlinge jagen. Wie viele gibt's denn hier? Hat? Ach, ich muss mir, glaube ich, noch einen Kescher kaufen, bauen. Ich hab nur meinen Wackelkescher hier. Wo ist denn Nook? Nee, baust nicht mehr bei Tom Nook. Kannst bei mir vorm Haus. Achso. Okay. Das ist eine Workbench. Während die ihre den Kescher bastelt. Chillig. Achso, ich kann ja auch einen richtig guten bauen. Dann baue ich erstmal einen Billo. Billo? So nenne ich mal meine Möbelmarke. Jetzt noch von Billo. Fernsehtisch. Weitermachen. Vielleicht baue ich mir jetzt auch noch was anderes. Bau mir einen Fernseher. Ich habe einen Spiegel. Bau mir gutes Internet. Bau mir gutes Internet. Bau mir gutes Internet. Leute! Ich baue dir was, aber dazu brauche ich... Wo sind deine ganzen Kokosnüsse hin? Hier. Ich brauche nochmal zwei. Natürlich. Stammhocker. Und jetzt läuft sie nach Hause. Kontrolliere dich. Also alle Kokosnüsse sind weg. Ach da. Ich habe gar keine Axt. Hast du mal einen Stein für mich? Einen Stein? Einen Stein? Kann ich dir geben. Wo bist du gerade? Wir kommen. Weg nach Hause. Workbench. Okay, okay. Okay. Nein! Okay. Einen Stein. Es ist sehr wichtig. Ich hab keinen Stein. Ich glaube, ich hab, glaube ich, einen Stein. Warte kurz. Ansonsten müsste ich nochmal nach Hause gehen und... Gott, mein Mini-Inventar fuckt mich ja mal mega ab.
Wie so. Kann Wirt am ersten Tag schon Kokosnüsse haben? Das ist nicht mein erster Tag, das ist, glaube ich, meine zweite Woche. Okay, ich lege mal kurz hier mein Outfit ab. Ich habe Meilenstein. Swiper nicht klauen. Okay. Ja, Wirt, ich habe ein Geschenk für dich. Und ich bitte, also du musst mir versprechen, dass du es in deine Wohnung stellst. Ja? Versprichst du es mir? Es kann kein Penis sein. Nein. Das ist schon mal gut. Naja, also mehr, ich meine. Ja, gib her. Ich nimm's. Ich verkauf es. Stell's hin. Du darfst noch nicht rein. Okay. Das Outfit habe ich schon. Mist. Vor dir ist es sicher. Habe ich die Brille jetzt zweimal eigentlich? Ich habe jetzt irgendwie so viele Brillen. An Schnauzbart. Was mache ich damit, Chiara? Ist der Licht? Was hast du mir da geschenkt? Ja, Licht habe ich dir geschenkt. Geht ihm mal Licht auf. Ach Gott, ihr könnt reinkommen. Mach halt das Licht an. Hä, wie hell ist es? Heller als die Sonne. So, was hast du ihm dann gebaut? Ja, komm halt rein. Ja, ist perfekt für die Quarantäne. Kannst dann hier abchillen unter meiner Palme. Palmen aus Plastik hier. Das passt doch zu deinem Outfit, schön Hippie. Alter, ja. Sag mal, bist du hyperaktiv oder was? Was? Nein, ich nicht. Leute, was? Nein, ich nicht. An, aus. Tod, Leben. Lass mich kurz umziehen. Das ist ja ein Telefon. Ja. Lass alle Knöpfe drücken, Robin. Wer kann schneller Lampen an- und ausmachen? Wir sollten noch zwei weitere bauen und dann einen Wettbewerb draus machen. Genau. Aber ich war hier draußen gerade. Was machst du? Wie ich will auch was basteln. Ich zieh mich gerade um. So. Dann sehe ich fresh aus. Du siehst genauso aus wie vorher, oder nicht? Ja, warte. Nur, dass du jetzt eine andere Mütze auf hast. Ich habe meinen Mundschutz vergessen. Ich gehe noch nicht ohne Mundschutz aus dem Haus. Bin doch nicht verrückt. So, und jetzt bringen wir mal ein Bier, Wirt. Bringen wir ein Bier. Jetzt ein Bier, oh ja. Bitte was? Ich habe zu Hause nur Wein, aber das trinken wir erst bei der Netflix-Party. Ah, kann es sein, dass irgendwer diese Blume zu oft gegossen hat? Oder warum ist sie zu? Oh, geht's hier? Vielleicht ist sie schüchtern. Das schüchterne Blume. Was ist das für eine? Was zum Teufel hast du da gemacht? Warum hast du ein Loch? Was hast du da gemacht? Die war schon so. Ich hab das. Die war wirklich schon so. Das ist Mädchen. Nein, die war schon so. Oh! Bist du reingefallen? Ich bin reingefallen. Ja. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Wie geil ist das denn gespielt? Ich hab's nicht gesehen, mach's nochmal. Moment, du musst es nochmal ausprobieren. Okay, warte. Hier. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit meinen ganzen Sachen. Okay, versuch einfach mal drüber zu laufen. Hä, vielleicht weil ich es einfach so schnell gemacht hab. Warte, lauf mir mal entgegen. Moment, entgegen? Ja. Das musst du schon besser machen. Also, I don't know. Was ist das gemacht? Mach mal, lass mal nochmal machen. Jag mich. Okay. Ja, dahinter sehe ich nichts. Ich auch nicht. Hä? Wie bin ich da jetzt? Ich weiß auch nicht, aber es war cool. Wo ist Robin? Ich bin hier. Mhm, wie ist das denn passiert? Ach da. Moment. Ey, was passiert hier? Ach nein. So. Wie ist das passiert? Man kann einfach drüber springen.
Aber wie ist das passiert? Wie bin ich da hängen geblieben? Wie bin ich da reingefallen? Du bist in mein Loch gefallen. Was soll ich denn sagen? Das ist, ich glaube, es ist einfach alles zu schnell passiert. Kennen wir E-Spotted, jemanden eingraben. Hier, das ist für dich wert. Oh, danke schön. Bitte schön. Was ist das? Stellst in dein Zimmer. Oh, das ist schön. Nein, das hänge ich hier auf. Das habe ich gerade vorhin von Luzi da bekommen. Lucifer. Luzi, von dieser Luzi da, weißt du? Ah, dieser komische Luzi. Ach so, die neue Bauanleitung. Ah, ich kann es hier nicht aufhängen, wenn jemand da ist. Mein Türschild ist schüchtern. Schüchtern. Ach so, auch hier generell auf deinem, in deiner Welt. Ja. Ach so, okay. So komisch. Also ich würde das gerne nochmal reproduzieren. Ich würde es auch gerne nochmal machen. Okay. Lass mal hier in einer Linie laufen. Genau, alle hinter mir jetzt. Stellt euch an, Robin. Ja, warte. Und los. Es geht hier nicht, nochmal. Okay. Aber früher konnte man einfach Fallen graben. Wo ist denn... Fallen gibt's bestimmt noch, oder? Oder meinst du... Nee. Die Ausrufezeichen. Ja. Ach, ich wollte nicht mit dir reden, Uta. Ich habe seit Jahren kein krummes Ding mehr gedreht, okay. Seit dem Ding mit Harambe. Na. Können wir sie vielleicht in eine Falle locken? Was ist denn, wenn hier zwei Löcher sind? Kann man dann erst... Nee, dann kann sie gar nicht springen. Wow, ja. Das machen wir ja gerade. Okay. Das ist kann ich irgendwem eine Wespe auf... Wow. Oh, warte. Das ist eine gute Idee. Hä? So lange schütteln, bis wir eine Wespe finden. Ein Wespennest. Und dann fängt ihr einer. Muss ich mir aber auch erstmal ausrüsten. Ja. Den Baum geschlagen. Gib mir die Wespe. Gib. Oh, hab ich auch gerade gemacht. Oh, Geld. Sternis. Ah, Mann. Er ist immer im richtigen Augenblick. Ich hab auch schon mal ein Möbelstück bekommen, aber nicht bei euch, sondern bei mir. Auch, ja. Warte, was habe ich bekommen? Eine Asienkommode. Ich habe noch nie ein Möbelstück bekommen und ich habe sehr oft an Bäumen geschüttelt. Ja, nicht oft genug. Wir müssen. Hey, waren das Sternis? Sind das Sternis von meiner Insel, die ihr da gerade mitnehmt? Ja. Haben wir doch schon gemacht, indem wir Sachen verkauft haben bei dir. Diebstahl. So, wo sind denn die Wespen hin? Es wird alles sehr friedlich hier. Aber die Vogelspinne muss ja auch dann langsam kommen, oder nicht? Die Vogelspinne kommt am Abend. Ja, wir haben doch Abend. Ja, ich habe erstmal gestern. Das ist früher Abend. Gestern Nacht gestartet, als der Download halt durch war, beziehungsweise als es freigeschaltet war. Und das erste, was ich sehe, als ich aus dem Zelt rauskomme, war die scheiß Vogelspinne. Und ich habe halt nichts gehabt. Da dachte ich mir so, ja, scheiße, unbewaffnet. Unbewaffnet. Ja, du hättest doch wieder reinrennen können, oder nicht? Da bin ich ja auch. Achso, okay. Ich dachte, du wurdest sofort gestochen oder so. Danach habe ich die aber auch nicht mehr wieder gesehen. Bis jetzt. Bei mir waren an einem Abend irgendwie drei Vogelspinnen. Also. Ja, die waren bei mir zu zweit. Keine Ahnung. Date Night. Also ich glaube, wir werden heute nicht mehr gepiekst. Nee, ich glaube gar nicht. Ich habe schon wieder einen Baum geschlagen. Ich will auch Möbel haben. Dafür kriegt ihr jetzt total viele Äste. Ja. Geil. Schon wieder ein Baum. Ach. Aber so sah der erste Tag bei mir aus. Nachdem ich fast alles erledigt habe, habe ich die ganze Zeit noch Äste gesammelt. Ja. Damit ich dann meine Angelroute machen kann. Alle Bäume dann nochmal schütteln. So, ich glaube, ich angel jetzt noch zum Abschluss. Ist halt auch, je länger man das Spiel spielt, desto mehr hat man eigentlich auch zu tun. So, irgendwie. Ja, finde ich auch. Weil man einfach mehr Möglichkeiten hat.
Okay, wer kriegt den letzten Fisch hier? Wie, den letzten Fisch? Ach, hier auf der Insel? Keine Ahnung, also bei dir gibt es keine Wespen. Es gibt hier scheinbar nur Asiakommoden in den Bäumen. Man kennt es. Mann, doofer Fisch. Reagier auf meine Angel. Oh, Geld. Geld. Da liegt was Süßes. Jetzt aber. Also, okay, jetzt dachte ich, der schwimmt komplett weg. Oh, noch mehr Möbel. Also, eine, Robin? Eine Fensterblattpflanze. Ich hab keinen Platz. Gewunder, dass du sowas wie einen Basketballkorb hast. Das hast du alles im Baum gefunden. Alles. Auf jeden Fall alles. Ich glaube, ich werde nachher noch auf eine andere Insel gehen. Ich habe ein Kalmar. Mein Ticket. Stimmt, das hätte eigentlich auch noch mal kurz sein können. Naja, jetzt ist es zu spät. Ist zu spät. Aber das Problem ist, das können wir nicht gemeinsam machen. Ja. Jeder auf eine eigene oder sowas, ne? Wollen wir uns zum Abschied noch mal alle aufstellen? Aber sicher doch. Okay. Vor deinem alle auf dem Platz? Auf deinem Platz, ja. Ich muss erstmal wieder ankommen. Ich wurde erstmal hier 5 Berge hochgeklettert. Freude. Emotionslos. Okay. Auf irgendeinem Berg da oben liegt jetzt auch ein bisschen Hartholz. Kannst du auch behalten. Ja, geil. Ja, geil. Hallo. Ich kann meinen Schirm so zwirbeln. Ja. Wow. Na gut. Unsere Zeit ist vorbei, meine lieben Leute. Ihr seht es hier unten links bei mir im Spiel. 18.30 Uhr. Was kommt jetzt? Weiß das einer? Chat mit dem Held der Steine. Ah, ja. Status-Update. Was geht bei ihm ab? Was geht bei uns ab? Und danach gibt's wieder Retro-Club, Game 2. Und dann sind wir beide mit Ede wieder da und spielen Doom Eternal im Multiplayer. Im Battle-Mode. 2 gegen 1. Im Battle-Mode. Ja. Ja. Oh, oh. Cool, Leute. Gegen ihn, oder? Ja, genau. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Haut rein und viel Spaß mit dem nächsten Programm. Ciao. Ciao. Tschüss.